Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video hier aus dem LS22. Wir sind heute wieder am Glyphosaurus. Das Ganze mit dem Update 1.3 vom Horse and Pumps System. Also umgekehrt, Pumps and Horse System, so. Und das heißt, wir haben auch den Schotten-Gigant G425 mit am Start. Ein schöner großer Gülle-Container mit Drehschimmellenkung, der gleichzeitig neben dem 25.000 Liter Jerez Gülletank auch noch einen Wassertank hat und der selbstfahrend ist. Das müsste hoffentlich so passen beim Überladen. Ich habe mir den mit Plattform geholt, damit ich gleich die Wasserpumpe immer mitführen kann. Die kann man, wenn man N drückt, auf diese kleine Plattform stellen. Dann kann man die da schön rückwärts reinschieben. So, die müssen wir nicht ausklappen. Wir schnappen uns unser Werkzeug, legen den Schlauch hier vorne an den Schnuffi. Steigen wieder ein. Nee, gar nicht. Steigen da wieder ein. Hat garantiert eine Fernbedienung im WLAN. Drehen den Schnüffi noch ein Stück. Koppeln den Schlauch an. Starten einmal den Kompressor. Und aktivieren die Pumpe. Warum lässt sich die Pumpe jetzt wieder nicht aktivieren? Kann mir das mal einer erklären? Na, jetzt geht's. Na gut, jetzt liegt der Schlauch natürlich etwas bescheiden, aber... So, der läuft. Die Wasserpumpe läuft auch, damit man die Gülle ein bisschen verdünnt, beziehungsweise die Gärreste drin sind.
So, wie ihr seht, haben wir jetzt auch im F1-Menü eine Anzeige, wie der Druck ist, nehme ich mal an, von der Pumpe. Und wie viele Liter noch drin sind. Das heißt, es geht uns jetzt nicht mehr so wie vorm Update, dass wir einfach irgendwann eine helle Spur in uns herziehen, weil wir keine Gärreste mehr im Container haben, ohne es zu merken. Finde ich sehr schön. Das automatische Überpumpen vom Fass funktioniert, wie es aussieht. Wie gesagt, der Gigant hat jetzt auch automatischen Kompressor mit drin, mit dem wir den Schlauch reinigen können und Verstopfung. Auch wieder sehr praktisch. Damit fällt mir ein, können wir was verkaufen. Gucken, wo wir das finden. Unit. Ist das gute Stück? Damit können wir den Kompressor verkaufen, da wir ja den eingebaut haben im Güllecontainer. Zum Straßentransport wird der Güllecontainer natürlich vor einem Traktor gehangen, wenn da ein Traktor gehangen. Dafür wäre dann ein bisschen zu langsam im Selbstfahrermodus. Auch für kleine Distanzen. Perfekt. Funktioniert super, sowohl das Wasser einpumpen jetzt als auch das mit dem Gülle überladen.
Bei einer Kapazität von mehr als 20.000 Lesern hat man natürlich auch schöne Reserve, wenn die Zugbringer mal länger unterwegs sind. Das finde ich super. Gerade praktisch auf meiner Map, wo die Zugbringer auch öfters mal zusammenfahren und stehen bleiben. Nee. Ich werde euch dann am Ende vom Feld nochmal das Aufwickeln zeigen und ja, bis dahin abschiede ich mich erstmal. So, ihr Lieben, eigentlich wollte ich euch ja noch zeigen, wie wir die Schläuche wieder aufwickeln, aber genau wie vor Update 1.3 haben die Schläuche, die ich abgewickelt habe, nicht wieder draufgepasst. Ich konnte sie nicht aufwickeln, weil ein Schlauch wieder einen Meter länger ist, geworden ist. Ich weiß nicht warum und es kotzt mich tierisch an, weil das jedes Mal ein Haufen Arbeit ist. Musste mir jetzt extra wieder eine Rolle kaufen, um die Schläuche, die ich von den Rollen, die ich schon habe, abgewickelt habe, wieder aufregeln zu können. So, dann zeige ich euch jetzt das Verladen von der Pumpe. Wie ihr seht, das Lenker hat auch gut Licht. Wie ihr seht, passt wunderbar rein. Klappe zu. Achso, nee, ich sitze in der Pumpe. Okay, und jetzt müssen wir es einfach machen. Jetzt müssen wir einkoppeln, sonst sitzt man die ganze Zeit an der kleinen Pumpe. Ab geht's zum nächsten Feld.
Ja, nun gut. Das soll es dann für dieses Video gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.